So, und dann geht das auch schon los. Herzlich willkommen da draußen. Schön, dass du hierher gefunden hast. Ach, die Sonne kommt auch gerade raus. Das passt wunderbar. Heute gibt es einen riesengroßen Gartenrundgang. Also wir klappern wirklich alle Ecken ab. Es wird Zeit, den Garten zu zeigen. Also was hier an Pflänzchen alles am Schießen ist und am Hochkommen ist. Alles, was es hier an Mischkulturen gibt. Alles, was an Blühwiesen da ist, an Anbaufläche. Wir werden uns Beet für Beet vornehmen, jede Ecke des Gartens gucken. Wie die meisten wissen, ist das ja ein Permakulturgarten. Ganz viele Hortusprinzipien haben hier auch reingefunden. Ob Ertragszone, Hotspotzone etc. pp. Alles, was irgendwie so schon in den Videos gefunden hat. Das werden wir in diesem Rundgang auf jeden Fall wiederfinden und es ist auf jeden Fall sehr viel Zeigenswertes dabei. Allein wie weit die Tomaten sind, allein wie die Mischkulturen miteinander funktionieren, auch wie die Geschichten, die nicht so funktionieren, halt so laufen, das werde ich euch auch zeigen. Wir werden wirklich dort in den Ecken überall sein, rüber in den und dann werden wir uns nach hinten durcharbeiten. Ja, und dann geht das auch schon los. Hier vorne ist ja so eine Ertragszone gemixt mit Blühwiesenelementen, so möchte ich das jetzt mal ausdrücken, aber natürlich auch vielen Bauten, ob hier vorne, dort, Steinpyramide, die Ecken mit dem Totholz, alles was hier irgendwie so reingefunden hat und mittlerweile Tieren Platz bietet, das möchte ich euch natürlich auch zeigen. Und da wir schon mal hier stehen, hier habe ich das Keyhole-Beet vor mir oder an meiner Seite. Und das erinnert auf jeden Fall daran, dass ich gerade zuletzt ein Video gedreht habe der Ernte zu dem Zeitpunkt alles, was zur Verfügung stand. Jetzt gab es nochmal einen richtigen Schub, da hat sich definitiv was erweitert. Ja, und was ich hier hinter mir habe, ist das Keyhole-Beet. Und da möchte ich mal als erstes darauf eingehen, was ich hier so verwendet habe zum Bau dieses Keyhole-Beets. Da gibt es auch ein paar Videos zu. Ja, hier vorne sind über 100 Jahre alte Dachpfannen. Die habe ich einfach nur übereinander gestapelt, ein bisschen versetzt immer, damit das Ganze auch stabiler wird, so ein bisschen was nach hinten, ihr könnt das sehen, hier ist eine, da eine umgedreht und so habe ich das Ganze immer aufgestapelt und das bietet dann hier so die Begrenzung am Beet. Ja, da immer rein Steine, das habe ich hier einmal rundum anfänglich gemacht, mit der Zeit durfte ich sehen, es kommt auf den Winkel an, ja, es kippte hier alles so ein bisschen in die Mitte. Und hier gibt es dann halt noch einen Eingang. Das Besondere am Keyhole-Beet, ich möchte es nochmal hervorheben, weil das kann gar nicht zu viel werden. Es darf nicht zu kurz kommen. Dieses Beet ist was ganz Besonderes, denn in der Mitte ist ein Bereich, ein Kompostbereich. Da könnt ihr eure Gartenabfälle mit hinpacken und mit der Zeit verkompostiert sich das halt alles. Und der besondere Vorteil bei der Geschichte ist, wenn man drumherum anbaut, während natürlich in der Mitte der Kompost ist und die Würmer da drin sind und im ganzen Beet unterwegs sind, ja, somit verteilt sich so, was so an Nährstoffen da ist, im Rest des Beetes. Und hier vorne bei den Tomaten ist zum Beispiel eine Besonderheit, die ich in den letzten Jahren beobachten durfte, beziehungsweise in dem Jahr, wo ich da Tomaten hatte, da gab es hier vorne auch welche. Hier vorne, die möchte ich übrigens überhaupt nicht. Die sieht wunderbar aus und die weiß auch nicht, was sie will. Und die Besonderheit war halt, dass wirklich von hier bis nach da, das habe ich dann beim Beikrautjäten festgestellt, doch schon einen Meter lang da irgendwie die Wurzeln waren und sich die Nährstoffe aus der Mitte geholt haben. Eine totale Besonderheit möchte ich nicht mehr missen. Ja, das Keyhole-Beet hat verschiedenste Pflanzen jetzt schon drin, aber um euch das zeigen zu können, gehen wir mal nah ran. Einmal aus meiner Sicht, ne, hier vorne ist der Eingang, wird mal wieder Zeit zum Sensen und Mähen, dass die Wege wieder frei werden. Das gilt eigentlich für den ganzen Garten. Ja, und hier vorne in dem Bereich, ich habe von den Tomaten gesprochen, da wie gesagt nichts geworden, hier in der Mitte total toll. Links möchte auch nicht so richtig und hier unten haben wir dann verschiedenste Pflanzen, die wachsen. Irgendwie soll hier was anderes wachsen als das, was ich sehe, stelle ich gerade fest. Das sieht jetzt hier schon eher nach einer Kleeart aus. Aber ich glaube eher, nee, Blödsinn, nein, Alfalfa, die haben ziemliche Ähnlichkeiten. Ein super leckeres Gewächs, dann nehmen wir gleich mal was mit. So lecker. Aus dem eigenen Garten Sachen. Super, super, super lecker. Und dann gehen wir mal in die Richtung weiter. Hier gibt es jede Menge wilde Möhren, wie es aussieht. Die Geschichte hier. Haben wir hier noch Zwiebeln. Da habe ich so ein paar Beete so gemacht. In der Mitte Kohl, drumherum Zwiebeln. Teilweise auch ein bisschen mit der dicken Bohne. Und das funktioniert ganz gut. Hier habe ich das nicht komplett gemacht. Den Kreis nicht geschlossen und tatsächlich in der Ecke wird ein bisschen gefuttert. Ja, im anderen Beet können wir gleich mal gucken, wie es da aussieht. Da habe ich auf jeden Fall gute Erinnerungen dran. So, und bevor wir hier gleich vorne weitergehen und das ganze Stück hier noch abfrühstücken, was da so reingefunden hat, was da wächst und wie weit das ist in Richtung Ernte, da
dann möchte ich hier nochmal aufmerksam machen auf dieses schöne Gewächs. Und zwar haben wir hier einen Kürbis, ne, aus Knallstahl unter mir. Ja, das ist ein bisschen hier vom Holz die Rinde abgegangen. Schöne Sache, hier haben wir jede Menge Blüten. Da unten kommt auch der erste Kürbis. Guckt euch das an. Da brauche ich gar nicht näher rangehen, das machen wir ein andermal. Ja, und das Ding, das steht auch mal super da. Mag den Fleck richtig gerne. Wie soll es auch anders sein? Jede Menge Pferdemist, was natürlich schon lange Zeit am Kompostieren war, am Verkompostieren war. Und jetzt sieht man das Ergebnis. Also, wenn nicht Kürbis, was sonst? Vielleicht eine Zucchini, die geht hier auf jeden Fall auch. Gut, und ich habe es gesagt, wir gehen hier weiter beim Kiehohlbeet. Den Schatten kann ich jetzt nicht mehr verhindern. Ich bin ziemlich spät am Tag da. Aber es soll uns natürlich nicht aufhalten, hier in die Ecken des Gartens zu gehen. Und hier vorne, das gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Hier haben wir auch eine Kleeart, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es sieht auf jeden Fall danach aus. Hat gelbe Blüten, die sind gerade im Moment zu. Ich weiß nicht, welche Tageszeit die mögen. Vielleicht morgens, vormittags. Mal schauen, keine Ahnung. Werde ich irgendwann nochmal mitkriegen und euch berichten. Und dann haben wir hier halt noch bunte Beete in verschiedensten Formen. Ob gelb, rot. Die helle ist diesmal nicht dabei. Ja, das ganze Beet, da müssen wir sagen, super viel Ackerwinde steht bei uns auf dem Zettel. Da wollen wir gerne bei. Aber ein paar Sachen wachsen. Da haben wir hier einen Kohl stehen, da einen Kohl. Hier haben wir einen schönen Salat stehen. Hier überall wieder wilde Möhre, Zwiebeln. Eine Speisekrysanthene, die übrigens blüht. Sie sieht wunderschön aus. Dann haben wir hier dicke Bohnen. Eine befallen von der Ackerwinde. Ja, das sind so die Sachen, die ich von hier sehe. Und da gucke ich doch mal weiter, wie es unserer Melone geht. Ich kann gerade überhaupt nichts sehen. Da kommen wir mal gleich am besten hin. Wenn ich da raufstiefel, da komme ich, glaube ich, nicht drum rum. Hier haben wir Zucchini. Ach, wisst ihr was, wenn ich schon davon rede? Kann ich das mal direkt machen, was man nicht sieht. Randale-Amseln waren unterwegs und wir haben hier eigentlich noch Steine drin zum Rauftreten. Da muss ich mal gleich ein bisschen fühlen. Hier haben wir die erste Zucchini, die kommt. Wunderbar. Da gibt es bald was zu futtern. Hier hat sich noch eine Kartoffel breit gemacht, warum auch immer, wo die auch herkommt. So, und Ackerwinde, ganz viel zu sehen. Und hier gibt es einen Bereich, genau, hier ist sie. Guckt mal. Die Melone, die mag es im Kiehohlbeet. Und ich denke mal, wenn wärmere Temperaturen kommen, dann wird die auch richtig Dampf kriegen. Ach, verterlich. Ich muss ein bisschen aufpassen mit dem Kreislauf. Bin noch nicht so gut körperlich aufgestellt heute. Zu viel rumtouren sollte ich da nicht. Aber hier zu meinen Füßen, da tone ich doch gerne nochmal runter. Da haben wir noch eine Zucchini, die richtig übel aussah, die weggefuttert wurde. Das habe ich bei Zucchini auch noch nicht gesehen vorher. Und wie ihr seht, die kommt. Die wird auf jeden Fall irgendwann Ernte tragen. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Und hier vorne dann die rote Gartenmelde. Erinnert ihr euch? Gerade erst das Erntevideo gehabt und boom, die Dinger kommen nach. Ein super leckerer Gartenbestandteil, die rote Gartenmelde möchte ich echt nicht mehr missen. Die hat sich hier breit gemacht, damals ausgepflanzt, wunderbar. In Reihe ist sie nicht von alleine gekommen. Ja, hier haben wir dann irgendwie noch Zwiebel zwischen. Alles, was hier war, ist weg. Ne? Wir hatten hier noch Salate und Kohl, alles weggefuttert. Da haben wir noch ein bisschen Zwiebel. Und eigentlich sollte hier noch Spinat wachsen, aber ja, das ist so eine eigene Geschichte dieses Jahr. Oh, hier haben wir Borretsch. Ja, ich mag das ja, eine total spannende Pflanze. Hier vorne haben wir dann noch Salat. Hier haben wir eine Sonnenblume. Dann haben wir hier in dem Bereich, wo der Kohl ist, drumherum Zwiebeln. Ein paar kann man erkennen. Dicke Bohnen. Hier ist eine Speisechrysanthene. Übrigens die Bohnen hier von gerade eben. Das sind Stangenbohnen. Und ja, Kapuzinerkresse. Und dann haben wir hier noch einen Salat. Dann haben wir hier noch an einer Stelle Erbsen drin. Die habe ich jetzt noch nicht gezeigt. Auf jeden Fall so zwei Reihen auf einem Fleck. Mal gucken, inwiefern die sich selber stützen können. Bekommen dann aber ansonsten irgendwie noch Hölzchen nach. Und dann haben wir hier drüben noch einen Kohl. Den könnt ihr da drüben einmal sehen. Und dann, wenn man hier dann mal durchguckt beim Topinambur, da unten versteckt sich noch einer. Ja, Topinambur war nicht geplant und von daher ist hier ein bisschen was durcheinander gekommen. Aber wir leben damit. Mal gucken, was daraus wird. So, dann, hier vorne haben wir noch ein paar Sachen. Da möchte ich direkt mal ran. Ich habe ja davon geredet, es geht nicht nur um den Anbau heute im Video, sondern auch um Bereiche, wo ich für die Tiere Platz geschafft haben, teilweise dann auch Nahrung. Und eine tolle Sache, die liegt hier vor mir, Holz. Ja, im Grunde genommen eine Beetbegrenzung, ansonsten ein bisschen unscheinbar. Und wenn wir da einmal lang schauen,
Dann haben wir hier auf jeden Fall einen Bereich, wo genug Lebensraum für Tiere ist. Nebenbei verkompostiert sich das, landet in den Beeten hier das Holz. Das ist einfach eine Win-Win-Situation. Mehrfach-Win-Situation. So, da kann ich noch mal ein bisschen reinfilmen. Gucken, ob das was wird. So sieht das da aus. Ich komme jetzt selber nicht so weit runter, werde ich nachher auf Video sehen. Ja, soweit hierzu, das können wir jetzt abhaken. Und wir gehen mal weiter und gucken mal, was die Tomaten machen. Hier haben wir jede Menge Pflänzchen drin. Sehen soweit auch gut aus. Mal mehr, mal weniger im Fortschritt gewachsen. Aber ich sehe schon jede Menge Blüten und hier vorne haben wir eine wilde Tomate. Und da sehe ich auch schon eine dran. Da unten ist sie. Ja, und jede Menge Blüten. Eine tolle Tomate ist die wilde Johannisbeere. Bei der Geschichte braucht man nichts machen, die wächst vor sich hin. Ich muss nachher mal gucken, wie wir das machen, wenn die größer wird, ob die da irgendwie Hilfe braucht oder ob die sich jetzt hier unten irgendwo breit macht. Soll auf jeden Fall ein sehr großes Gewächs werden, nach dem, was ich da so lesen habe. Hier an der Ecke haben wir eine Kapuzinerkresse, ja, überall im Garten verteilt. Hier eine Tomate, trägt soweit auch schon ein paar Blüten. Ach, hier unten haben wir sogar Tomaten, ganz und gar nicht gesehen. Ja, Blatt ist auch immer noch davor, können wir immer noch nicht sehen. Ja, da unten haben wir Tomaten, wunderbar. Es nimmt hier alles seinen Lauf. Salat ist dazwischen, verschiedenste andere Tomatenpflanzen. Und hier vorne, hier ist auch noch eine, ist eigentlich die Zuckerbusch, das haben wir zu spät gemerkt. Habe ich total vergessen, die Geschichte. Eigentlich soll sie nicht ausgegeizt werden. Bei der Geschichte machen wir das jetzt aber und werde ihn mal einfach mit der Buschtomate an sich vergleichen, also in einem normalen Wachstum dieser Pflanze, und mal gucken, wie das so mit den Erträgen aussieht. Da haben wir eine Tomate und wir hüpfen einmal darüber. So, einmal der Blick von hier. Hier auch alles voll Tomaten. Ja, ich glaube, das war auch eine der Golden Current / Mirabelle, wo richtig viele nachher dran sind. Das sieht hier ganz danach aus. Ja, wunderbar. Und alles andere wächst auch so vor sich hin. Das müsste die Orange Strawberry sein. Hier haben wir die Reisetomate. Endlich klappt es, das erste Jahr, wo sie klappt. Ich bin gespannt auf die Ernten, wie das dann hier so vor sich geht. Achso, und zu erwähnen, ihr seht es ja schon selber die ganze Zeit. Wir haben ja natürlich das ganze Geschichtchen schon so aufbereitet, dass wir die ersten Pflänzchen unterstützen. Ja, das ist hier dieses Tomatensystem, was ich jetzt von Anfang an benutze. Ja, kann man Bauschutt wunderbar verwenden und der Vorteil, wenn die sich irgendwie mit Wasser vollsaugen, gibt es das Gegengewicht, wenn die Pflanzen dann dementsprechend nass sind. Ja, wunderbar. Reguliert sich dann von alleine. So, und was sehen wir noch dahinter? Dahinter haben wir noch einen Kohlrabi-Superschmelz. Ja, das sieht doch im Moment einigermaßen gut aus. Ich glaube, wir können demnächst mal gucken, ob wir da irgendwo die Eier vom Kohlweißling drunter haben. Ich glaube, das könnte uns helfen, da mal ein bisschen auszudünnen. Ja, das ist auch gern gesehen. Ist, ich glaube, Vogelfutter. Ich glaube, die Vögel stehen da so richtig drauf. Ja, und dann haben wir hier noch Tomaten. Vorne ist ein Stöckchen drin. Da haben wir auch noch eine Zuckerbusch. Die unterstützen wir. Hier Kohlrabi Azurstar war schon alles weggefuttert. Kommt wieder, aber der Kohlrabi unten ist hin. Der ist auch schon richtig angefuttert. Hier haben wir nochmal vom Nahen. Ja, das passiert halt. Ne? Gehört dazu. So, dann würde ich sagen, hier vorne sind wir durch. Und wir gehen mal weiter reihum. Ja, das ist ja alles im Kreis angelegt. Das ist ganz wunderbar. Ich nehme hier jetzt mal eine Abkürzung, wie am Anfang des Videos. Und hinter mir ist die Blühwiese und die hat es in sich. Da werden wir mal ins Detail reingehen, aber erstmal ein paar Worte von Weitem. Hier haben wir ja verschiedenste Elemente integriert. Ja, also das ist hier jetzt der Bereich der Blühwiese mit einer Vielfalt, die ich euch gleich dann halt vom Namen zeigen werde. Wir haben Totholzelemente drin, ja, an verschiedensten Stellen. Ganz wunderbar. Totholzumrandung, ich habe euch ja gerade schon gezeigt, was für Vorteile das bietet. Das könnt ihr euch ausmalen. Also wenn sich da Tiere nicht wohlfühlen, irgendwer findet da rein, fühlt sich wohl und wird sich da breit machen. Hier haben wir ja das Gewächs, was ich vom lieben Klaus mitgebracht gekriegt habe. Es war ein veredeltes Gewächs, ist nachher irgendwie, ja, hat nicht funktioniert. Und sind zwei neue Triebe nachgekommen. Da es veredelt war, untere Pflanze nicht gleich der obrigen, ist das natürlich eine Geschichte, wo ich nicht weiß, was es ist. Bisher wurde gemunkelt in den Kommentaren auf diesem Kanal. Oh, eine Wühlmaus! Oh süß, herrlich. Und die hätte ich am liebsten drauf gehabt. Das sah echt putzig aus. Einmal hier so Sprint am Rande des Beetes. Ja, also die Vermutung ist, dass das halt auch eine Pflaume ist. Was haben wir hier gemacht? Also wir haben Totholz, wie gerade schon erwähnt, aber es gibt noch ein paar mehr Elemente. Dafür muss ich vielleicht erstmal doch nochmal einen Schritt zurück machen. Jetzt haben wir Lärm im Hintergrund, das ist natürlich klar. Hier im Kleingartenverein wird auch gewerkelt, gemäht und was auch immer.
Ja, das gehört zu den Hintergrundgeräuschen. So, weitere Elemente sind die zwei Sachen. Einmal von unten mit Holz, das habe ich schon mal im anderen Video gezeigt, ein bisschen näher. Von unten ein bisschen mit Holz stabilisiert, vorher Stroh rein. Das guckt hier so teilweise noch raus, ist aber stabil drin. Umgedrehter Blumentopf und das ganze Geschichtchen auf dem Stock festgemacht. Das ist richtig fest, da drin wohnt wer. Ich will gar nicht zu viel wackeln, sonst ist es da drin ein Erdbeben. Ja, und dann haben wir hier vorne noch ein Wildbienenhotel, weitere Holzelemente und den Zaun haben wir so eingebaut, damit wir so ein bisschen der Blühwiese Rückhalt gebieten können. Denn hier wird es noch richtig hoch. Ja, so, und dass wir dann immer noch an die Tomaten rankommen, das war im letzten Jahr, meine ich, war es im letzten Jahr? Doch im letzten Jahr eine ordentliche Konkurrenz. Ja, das ist dann halt ein Ergebnis aus den Erfahrungen und da hoffen wir natürlich auf Besserung. Hallo Herbert! Und tschüss! Und tschüss! Ja, das war der liebe Herbert, bei dem ich die Pflanzen mal vorziehen darf und mit dem ich mir auch mal den einen oder anderen Rat holen darf. Der PC hier gerade am Zaun längs. Habt ihr gehört und gesehen? So, bei der Geschichte möchte ich noch sagen, ihr könnt es auch sehen, es ist ein Dach drauf gekommen. Hier haben wir alte, wie nennen sich die, Bambusmatten, die man so am Geländer oder als Zaun oder so benutzen kann. Und die waren, ja, vom Sperrmüll. Und für so ein Geschichtchen reichen sie noch. Vorne sind sie schon fest. Im hinteren Ende, das, was jetzt so durchhängt, das zeigt eigentlich so das Ergebnis der letzten Wochen. Das ist so ein bisschen verrutscht. Da müssen wir nochmal irgendwie festmachen. Aber im Großen und Ganzen, bei dem ganzen Wetter, was wir hatten, Unwettern, ja, so viel war das jetzt nicht. Es hört sich schlimmer als gedacht. Aber Gewitter, Sturm und so, das hatten wir schon alles. Hat das gut standgehalten, ja. Pflanzen ebenso. Also das ist dann das Ergebnis. So, und was haben wir hier? Blühwiese. Und Blühwiese beinhaltet auch Pflanzen, die man essen kann. Das kann ich jetzt im Detail nicht sagen, die und die und die und die ist essbar, aber ja, Speisechrysanthen habt ihr ja schon mitgekriegt, ist zum Beispiel was Essbares, das findet sich ja auch gleich wieder. Aber wir wollen mal rangehen ins Detail und ja, seid gespannt, hier ist eine richtige Vielfalt drin. Das wird im Moment dauern, da durchzugehen. Und da fangen wir gleich mal von hier an. Ich möchte nochmal den Baum oder das Bäumchen, den Strauch, wie auch immer, mal ein bisschen vom Namen zeigen. So sehen die Blätter aus. Also, ja, wenn ihr da eine Meinung zu habt, immer raus damit. Vielleicht bestätigt sich das. Ja, hier haben wir Phacelia, die kommt dann nachher raus. Lila Blüte. Hier haben wir eine Ringelblume, weitere Phacelia-Pflanzen. Da haben wir dann ja, eine, die gleich noch im Größer zu sehen ist, eine Kronlichtnelke. Hier zwischen ist irgendwo noch, ja, da haben wir Minze. Könnte aber auch eine gekreuzte Version sein. Hier sehe ich überall Ringelblume, Borretsch haben wir stehen, hier steht eine Lupine. Und wenn wir hier mal weitergehen, ja, was war das denn hier noch? War es die Trompetenzunge? Ja, hier ist das nochmal, das Gewächs. Ja, das habe ich euch gerade schon gezeigt, das zeige ich euch noch im anderen Beet. Eine wilde Karde ist drin, wieder eine Kronlichtnelke. Da ist ein Fingerhut. Ja, hier vorne haben wir dann noch ein Lavendel drin, ein Lavendel, hier eine schöne Sonnenblume, die tatsächlich auch schon kommen möchte. Das sieht ja toll aus, oh, ich mag dieses Muster total schön. Ja, Phacelia überall irgendwie immer zwischen. Und ja, hier haben wir die Kronlichtnelke und da ist tatsächlich eine schon, die möchte kommen und aufgehen bald. Ja, und ja, das kann man sich dann weiter vorstellen oder ausmalen, wie das dann hier... ja, sich gegenseitig dann zum einen den Platz wegnimmt, aber dann gegenseitig dann ergänzt und dann hier eine richtig schöne Vielfalt schafft. So, dann haben wir hier noch eine Wunderblume drin. Ich weiß nicht mehr, was das war. Habe ich vergessen. Phacelia immer viel zu sehen. Hier haben wir aber eine Wicke. Also hier Phacelia, hier haben wir Beinwell drin. Grüne Gartenmelde, auch wieder was zum Futtern. Speisechrysanthene war da vorne, auch zum Futtern. Hier haben wir wieder Sonnenblume. Hier haben wir irgendwas anderes, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Auch vielleicht eine Trompetenzunge. Kann ich das aus der Ferne nochmal begutachten? Nee, das ist jetzt schon wieder vorbei. Ja, wie eine Sonnenblume. Hier vorne ist ein Hahnfuß, auch unter Butterblume bekannt. Das kann ich jetzt bestimmen. Ich hoffe, dass ich das nicht wieder vergesse. Sonnenblume, Wicken, das unbekannte Gewächs, noch ein Fingerhut. Und hier vorne haben wir auch nochmal ein Pflänzchen. Ich habe das, ach ja, die Stockrose ist das, genau. So, also ein Bouquet an wunderbaren verschiedenen Pflänzchen, die auf jeden Fall ordentlich Insektenfutter bieten. So entsteht das überall im Garten. Gibt es dann Fleckchen für die Tiere auf verschiedenste Weise. Es geht ums Ernähren, ganz klar. Es geht um Lebensraum. Und das Dritte, was fehlt, sie haben natürlich auch Durst. Ne? Also nicht nur Hunger, sondern auch Durst.
Und für die Geschichte haben wir hier, wenn auch gerade mal nicht befüllt, obwohl doch ein bisschen ist noch drin, ein Insektentränke. Bitte stellt euch sowas in den Garten, einfach irgendein Schälchen, wo Wasser rein kann, flach, Steine rein, verschiedenste Größen und dann Wasser rein. Und wenn das Wasser absackt, ist durch die verschiedenen Größen das auch gewährleistet, dass dann immer irgendwo mal ein Landeplatz für die Tiere ist und die dann in Ruhe trinken können. So, hier haben wir noch eine Steinpyramide direkt darunter. Auch ein wunderbarer Bereich, der Tieren wieder Lebensraum bietet. Auch die Bienchen können sich mal auf der Rückseite im Schatten erholen. Ja, so sieht das hier aus. Und jetzt habe ich sie fast vergessen. Hier haben wir noch Beifuß. Wunderbar. Beifuß, geeignet zum Räuchern, geeignet, um Salben herzustellen. Also auch eine sehr vielfältige Pflanze. Die möchte ich auch nicht mehr missen. So, und vom Beifuß kommen wir mal hier zum Milperbeet. Ja, wenn ich hier mal gucke, wie sieht es denn aus? Ja, da ist auch noch einer. Den habe ich vermisst. Jetzt die Reihe wieder vollständig. Ja, ist auch, hatte nicht so einen Wachstumsschub wie die anderen. Also was wir haben, ist ein Milperbeet. Das ist eine Kombination aus Kürbissen. Da haben wir 3 Stück. Jetzt sehe ich gerade was. Ach, der ist so ein bisschen gewandert. Der ist schon auf der Reise, sich einen Weg zu suchen, wo er lang möchte. Der war eigentlich ein bisschen mehr zentrisch. Aber ich denke, da ist das einfach nur so weitergewachsen, liegt jetzt mulch drauf, Pflanze ist darunter noch zu finden. Also einmal Mais drumherum, Kürbis in der Mitte und das, was dann noch fehlt und das wird dann demnächst, glaube ich, auch reinfinden, sind die Stangenbohnen. Ja, ein bisschen Wachstum wollen wir noch abwarten, denn die haben nachher natürlich auch einen Schub und nicht, dass die schneller sind nachher als die Maispflanzen. Da haben wir das ähnlich wie im letzten Jahr. Das wollen wir natürlich nicht. Lieber so auf die Art und Weise. Ja, das gefällt uns ganz gut. So, und dann würde ich sagen, machen wir hinter euch weiter. Da gibt es nämlich einen ganz spannenden Bereich. Ich bin mal gespannt, wie weit die Tomaten da an der Stelle sind. Da war ja schon ein bisschen Überraschung jetzt zuletzt. Ob da schon irgendwie Farbe zu sehen ist, ja, lasst euch überraschen. So, dafür muss ich hier einmal durch. Und begeben uns einmal durch die Lupinen hier. Hier rechts übrigens, ach, da freue ich mich schon, wenn das hier richtig gelb wird. Ja, da haben wir die Goldrut, übrigens auch ein spannendes Gewächs. Teezubereitungen, Salben etc. pp. Möchte ich jetzt aber keine gefährlichen Halbweisheiten weitergeben, wie das da so weitergeht. Aber mal so eine Nebenbei-Information. An dieser Stelle sei nochmal gesagt, bitte liebe Leute, seid in der Selbstverantwortung. Ich bin hier kein Fachmann. Das ist eine private Sache, in der ich euch da draußen teilhaben lasse. Die Videos sind quasi eine private Aufnahme, eine Dokumentation über die Entwicklung hier im Garten, wie das alles so wächst. Und ja, so sollt ihr das bitte sehen. Und egal, bevor ihr irgendwas nehmt und esst oder für irgendwas verwendet, seid ihr euch da bitte sicher, macht euch da richtig schlau, geht zu den Fachleuten, belest euch. Ich glaube, da gibt es genug Möglichkeiten, um dann da auf Stand der Dinge zu kommen, damit man das dann ja gebrauchen, verbrauchen kann. So, und Goldrute, Beifuß. Hier haben wir dann weitere Tomaten, das ist auch ein Beet, das darf demnächst mal ausgedünnt werden, was Beikraut angeht. Da kommt die Quecke schon wieder durch oder irgendwelche Gräser. Hier haben wir wieder eine wilde Johannisbeere. Hier haben wir eine Buschtomate, die Zuckerbusch, da ist auch eine Zuckerbusch. Und da wollte ich einmal hin und nach den Tomaten gucken. Aber vorher sei noch erwähnt hier die Sunviva. So, und bei den Tomaten, wie sieht es da aus? Ja, ich glaube ganz gut. Da können wir uns nicht beschweren, da hängen ein paar dran, aber Farbe ist noch nicht zu sehen. Ich kann jetzt auch nicht alle zeigen, die sind ein bisschen versteckt. Aber was so, Überraschung, was hier natürlich auch unbedingt erwähnt werden muss, ist hier die Königskerze. Ach, sieht die herrlich aus. Die hat sich auch einen richtig guten Platz ausgesucht hier. Ja, hier vorne die Tomaten. Hier hatten wir auch einen Kohl zwischen, hat auch gelitten. Das ist alles weggeknabbert, sehe ich gerade. Ich sehe gar nichts mehr. Ja, aber dann gibt es noch die Königskerze, die einen hier erhält. Hat irgendwie was, oder? Ja, richtig schön. Hier könnt ihr auch mit Blütentee anstellen. Irgendwas kann man noch, glaube ich, mit den Wurzeln machen. Irgendwas geht auch in wieder Salben oder irgendwelche Tinkturen oder was auch immer. Da gibt es vielfältige Sachen. Macht euch da mal schlau, falls euch das interessiert. So, und hier ist die Tomate auch wieder angebunden. Dann die Greifstange, die steht auch noch wunderbar. Da oben wird aber mehr von den Vögeln genutzt als jetzt von den etwas größeren Exemplaren. Aber soll weiter stehen bleiben und ja, solange die Vögel das nutzen, ist das doch eine schöne Sache. So, bei den Kartoffeln sieht es derweil so aus. Wir haben keine Kartoffeln gesetzt, gesteckt oder wie auch immer sich das schimpft. Ist im Endeffekt auch nicht so wichtig. Hauptsache, es kommen Kartoffeln und ja, das könnte man sagen, ist die energiesparsamste Methode, irgendwie Kartoffeln anzubauen. Wir haben jetzt einmal alles umgeflücht, dann nochmal ein zweites Mal, wo ein bisschen was durchkam.
und war aber jetzt nicht viel, eher am Rand. Und das kommt alles von alleine. Hier haben wir übrigens einen Kandidaten von Tupinambur dazwischen. Hat sich breit gemacht, soll hier aber nicht sein. Das werden wir natürlich irgendwie versuchen zu unterbinden. Ja, gibt noch eine andere Stelle, wunderbar. Hier haben wir auch nochmal Boric drin. Und die Kresse, die sieht derweil so aus. Oh, guck mal. Hier haben wir mal richtig viel Blüten dran. Und die sind richtig mini. Und glaube ich auch gerade nicht richtig offen. Ne, die sind auch zu, ich sehe das gerade. Aber hier unten haben wir noch eine offene. Da kann ich ein bisschen näher rangehen. Ja. Dann haben wir am Rand Salate, die auch kräftig weggefuttert wurden. Wo ist denn der hin? Der da. Ja, aber der sieht gut aus. Der hat den auch lieber gefallen, besser gefallen. Und der hier hinten, da wussten wir wohl nicht genau, ob der den schmeckt oder nicht. So, da unten haben wir auch nochmal Hahnfuß zwischen. Hier gehen wir weiter rum. Wieder Totholz, Steine, Lebensraum. Steine übrigens bieten auch Wärme. Das ist ein ganz schönes Geschichtchen. Hier, das haben wir auch nicht weiter ausgebaut. Hier seht ihr auch eine weitere Insektentränke. Die wird auch immer eifrig genutzt. Konnt ihr auch in den letzten Videos sehen. In einem war es drin, direkt vor der Kamera. Ansonsten halte ich mich jetzt hier nicht direkt auf. Ich möchte nicht stören. Ab und zu sieht man hier auch ein paar Vögel. Die sitzen dann hier. Das wird auf jeden Fall regelmäßig aufgefüllt. Und was haben wir hier? Ich entdecke gerade was. Das ist Sellerie. Ach, wunderbar, kommt ja doch noch was. Die anderen Pflanzen sind nicht durchgekommen. Da gab es ein, ja, sag mal, ein Wasserloch, könnte man so sagen. Und eigentlich waren hier jede Menge Erbsen drin, da sind jetzt nicht so viele gekommen. Was haben wir gezählt? 8 Stück oder so. Flo hat den einmal durchgezählt. Ich sehe jetzt selber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, 7, 8, da bin ich mir unsicher. Ja, hier vorne haben wir noch eine Tomate, hat aber viel Beikaukonkurrenz. Kartoffel guckt da raus, da haben wir wieder Beifuß, hier ist unten auch noch mal irgendwo eine Tomate da. Mögen den Platz so anscheinend überhaupt nicht. Sind zum gleichen Zeitpunkt fast reingekommen wie die anderen. Hier wieder Kapuzinerkresse, ja, habe ich glaube ich gerade schon gesagt, oder? Ich weiß gerade nicht. Ja, und dann jede Menge Erbsen hier rumtanzen. Da kann ich doch mal hingehen. Guck mal, ach, das sieht irgendwie toll aus. Als wären sie an einer Ballettstange. Toll. Toll spannend. So, jetzt wollen wir hier aber runter. Und dann können wir gleich das nächste Bild angehen. Hier könnt ihr auch sehen, schon die ersten Tomaten wieder angebunden. Wir waren noch kräftig am Ausgeizen, Freimachen, Beikraut weg und so weiter, damit die natürlich Luft kriegen und sich nicht im Gehege sind. Zu viele Beetnachbarn unterdrücken natürlich dann den Wachstum. Da müssen wir mal gucken, dass das gut aussieht. So, Zwiebeln könnt ihr auch unschwer erkennen. Hier haben wir jetzt 5 Stück. In die Richtung geht auch noch mal was, ein 6 da. Hier haben wir eine Tomatenpflanze, die ziehen wir hier so nach außen. Und mal gucken, ob das da hinten irgendwie noch weitergeht dann. Ja, jede Menge Blüten dran. Ja, die Tomate hier. Übrigens, die andere wurde weggefuttert, auch noch nicht erlebt. Ja, nicht bei Tomaten. Ja, und dann hier auch nochmal. Ja, die kann man bald wieder. Hier ist ein Geiztrieb, der muss unbedingt raus. Da nehme ich aber Werkzeug für ein Messer oder so. So, auch angebunden, sieht super aus. Da auch alles voll Blüten. Ach, hier geht das echt gut ab. So, hier haben wir einen Bereich, den kann ich auch gleich weitermachen, bevor wir da nochmal hinhüpfen. Hier haben wir die letzten Eiszapfenradieschen, die dann irgendwie dann noch in die Blüte wollen. Gehört das dazu? Ja, wunderbar. Hier sieht man das auch mal, wie das dann nachher aussieht. Und bei den Erdbeeren sieht es soweit gut aus. Da haben wir schon was hängen. Ja, das kann man hier überall so ein bisschen beobachten. Also besser lief es noch nicht bisher bei Erdbeeren. Vielleicht bleibt ja mal was übrig für uns. Hier sind auch ein paar, hier drunter auch wieder jede Menge zu sehen. Aber jetzt tingeln wir erstmal weiter. Hier vorne haben wir auch eine Insektentränke drin. Jede Menge Spielplatz für verschiedenste Tiere. Totholzstöcke, Steine, alles so ein bisschen ergänzt, konntet ihr gerade schon sehen. Ja, hier die neue Wand funktioniert auch soweit. Ist eine gute Sache. Hier haben wir dann wieder, ja, hier haben wir noch einen Rosmarin. Na, was kommt denn hier? Ist das eine Kartoffel? Kann ich gerade nicht erkennen. Oh, eine Physalis. Das ist doch eine Physalis. Ich bin mir gerade unsicher. Ist ganz samtig. Ja, wird sich herausstellen, wird sich zeigen. Hier haben wir auch ein bisschen Ackerwindenproblem. Da ist ein Salat, hier ist eine Prunkwinde, ist keine Ackerwinde, sehen sich sehr ähnlich. Und Disteln, die dürfen irgendwann noch mal raus. Eigentlich ist hier noch irgendwo Schnittlauch zwischen, aber die Kresse ist so mächtig hier. Ja, krass. Also das, da bin ich gespannt, wie das dann nachher aussieht. Wird bestimmt so eine kleine Mini-Blühwiese. Dann haben wir hier eigentlich Spinat draußen. Das ist, glaube ich, der einzige Spinat, der dieses Jahr gekommen ist. Ansonsten macht sich hier nichts breit. Hier ist nur einer. Nee, das ist keiner. Der da drunter aber vielleicht. Nee, das ist gar keiner. Einen dieses Jahr.
Ja, super Aussaat. Vielleicht ist das Saatgut kaputt, also irgendwann mal feucht geworden und gibt verschiedenste Gründe. Ansonsten hält Saatgut ja recht lange. Haben wir noch Radieschen, die blühen wollen. Da gibt es dann nachher auch wieder Saatgut zu ernten, so ist der Plan. Ja, und dann direkt dahinter könnt ihr nochmal sehen, da haben wir auch nochmal ein Mangold-Geschichtchen, eine Spur. Und da ist im Moment nichts drin. Ja, die anderen Aussaaten wie Möhren und ja, was hatten wir da? Hatten wir auch Zwiebeln, ist nicht gekommen. Vielleicht kommt das im nächsten Jahr, wenn das dann irgendwann mal frei liegt und wächst empor. So, und jetzt kommen wir zu dem, ach, so ein wunderschönes Beet. Einmal erst von außen betrachtet, natürlich wieder jede Menge Steine, die Wärme abstrahlen, jede Menge Bereiche, wo sich ja, Tiere verkrümeln können, wie schon erwähnt, die ganze Zeit. Totholz. Beetbegrenzung aus Totholz, auch das ein oder andere, was irgendwie dekorativ reingefunden hat. Ja, so sieht es hier aus. Hier vorne haben wir drin eine Stockrose, die grüne Gartenmelde, dann haben wir hier auch noch verschiedenste Borage-Pflanzen, die Speisechrysanthene und ja, da vorne haben wir noch eine Sonnenblume. In der Mitte, bevor wir dann zum anderen Blühteil kommen, ist quasi das Musterbeispiel, was ich vorhin schon vorgestellt habe in den Beeten. Aber hier ist es deutlich zu sehen. Und wenn ihr euch mal den Kohl in der Mitte anguckt, der sieht doch wunderbar aus. Der steht tippitoppi da. Das ist Rosenkohl. Und links und rechts an der Seite haben wir jetzt die dicke Bohne drin, Stickstofflieferant. Hier genauso noch eine drin, so im Dreieck. Hier vorne im Kreis jede Menge Zwiebeln. Das geht einmal rundum. Und dann haben wir hinten noch einmal eine Chili. Ja, noch kommt die nicht. Wir hatten auch noch nicht so viel heißes Wetter. Deswegen, ja, da hoffen wir dann später nochmal irgendwie einen Wachstumsschub zu kriegen. Hier dann auch wieder Zwiebeln. Und wir gehen jetzt mal hier rüber. Da haben wir dann nochmal jede Menge Blümchen. Hier eine tolle Sonnenblume. Die steht super da. Ringelblume. Die Wunderblume. Und hier ist die Pflanze, die, ja, was war das jetzt mit Trompete? Jetzt habe ich sie ja vergessen. Trompetenzunge. Das sieht da wunderbar aus. Gehen wir nochmal nah ran. Wunder, wunderschön. Und dann verschiedenste Pflanzen. Hier ist auch eine Stockrose. Das sieht nach Mohn aus, glaube ich. Da auch. Ja, so sieht das hier aus. Boah, jetzt bin ich auch ganz schön am Schwitzen. Das, was ihr nicht mitkriegt, dass es nebenbei super viel schief gegangen ist. Als würde mich etwas daran hindern wollen, die Videos irgendwie fertig zu kriegen. Nein, unterm Strich, Speicher ist immer wieder voll. Ich muss so Videos nach und nach weglöschen, die irgendwie über sind, irgendwie speicherfrei machen. Deswegen muss ich mich ein bisschen spurten, weil es geht bestimmt wieder irgendwann aus. Wir gehen jetzt einmal durch den hinteren Bereich. Hier links habe ich noch Blühwiese, das möchte ich euch zeigen. Dahinter das Beet von Flo, wie da so die Fortschritte sind. Dann direkt gegenüber das Naturzonhochbeet, das haben wir auch schnell abgefrühstückt. Banane, Apfelbaumbeet und hinterm Apfelbaum, das ist so das, was jetzt noch auf euch wartet. So, Blühwiese, ich habe es angekündigt. Hier haben wir wieder Fingerhüte, hier haben wir Ringelblume drin. Ja, guck mal an, wie das alles miteinander harmoniert. Hier wächst der Mohn. Bei der Pflanze, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, was das war. Ja, Ringelblumen, Ringelblumen, Ringelblumen. Weitere Fingerhüte. Überall so ein bisschen was zu sehen. Wir haben auch eine Distel. Da geht auch die Blüte auf. Wunderbar. Ja, somit ist das jetzt so ein Terrain, das jede Menge Futter wieder für die Tiere bietet. Hier haben wir einmal ja, Liebstöcke, Maggi-Kraut auch genannt. Und das ist so ein Bereich, da werden wir nachher ganz viele Tiere dran finden, wenn das Ding am Blühen ist. Ein sehr beliebter Ort. Ja, und dahinter haben wir dann noch das Beet von Flo. Und wie sieht es da aus? Hier, das ist eine dicke Bohne, sieht ja wunderbar aus. Da unten sehen wir auch schon die ersten. Da, hier ist noch eine dicke Bohne. Ja, mehr sind nicht durchgekommen, die anderen sind hops gegangen. Hier haben wir noch Rucola, der hat sich hier lang gelegt. Auch eine Chili. Und Salate. Ja. Die hat er frisch ausgepflanzt hier. Da ist Salat, da ist Salat. Hier hat er einen super Azurstar. Das ist der einzige, glaube ich, im ganzen Garten, der irgendwie überlebt hat. Hier haben wir noch eine Speisechrysanthene, sieht auch super aus. Eine Tomate, wo auch eine dranhängt. Zwiebeln. Hier hinten dann noch eine Wunderblume. Hier auch wie das Beispiel Kohl weggefressen. Stellt sich die Frage, was ist an dem Standort anders als an dem? Flo, da müssen wir noch mal grübeln. So, das Ding hat auch noch ein paar Erdbeeren hier im Petto. Hier haben wir eine Sonnenfalle. Wollten wir eigentlich auch freimachen, haben wir soweit in Ruhe gelassen. Da hängen auch Erdbeeren dran. Wunderbar. Oregano-Pflanzen sind auch noch da, wenn wir Oregano brauchen. Ja, und das war es auch schon. Hier hinter mir haben wir noch Minze. Das wird nachher richtig Bombe blühen. Richtig schön. Bisschen Hahnenfuß zwischen.
Ja, hier ist noch Beinwelt zu sehen, in Verbindung mit Brennnesseln, ein bisschen Weide dazwischen. Das ist auch ein Beet, was irgendwann mal Liebe braucht, ein bisschen Platz. Ja, ansonsten bietet die Weide hier schön Schutz und speichert auch Wärme. Wirkt auch ein bisschen wie eine Sonnenfalle. So, weiter geht's. Jetzt haben wir das doch ganz gut abgefrühstückt hier, das Eckchen. Und die Bananenpflanze sieht derweil so aus. Wunderbar, oder was meint ihr? Vier Stück. Die eine ist noch dahinter so ein bisschen versteckt. 1, 2, 3, 4 Stück sind das aber. Also das eine spitze Teil, was hochguckt, ist die vierte. Ja, ganz viel Beinwell dazwischen. Ja, haben wir dann weiter gesammelt. Ja, der Mülleimer hat hierher gefahren. Jetzt haben wir hier einen super alten Mülleimer. Ja, wurde auch mal Zeit, immer die hässlichen Plastiktüten hängen zu haben. Ist natürlich nicht schön. Hier haben wir eine Symbiose aus, ja, wieder Fingerhüten. Da ist auch gerade ein Bienchen rein. Eine Hummel, eine Wildbiene. Kann es gerade von hier auf die Schnelle nicht sehen. Ja, und da haben wir dann nochmal so kerbelähnliche Pflänzchen. Ich weiß es nicht. Kann sie noch nicht bestimmen. Schafsgarbe, ich bin da noch am Gucken. Schafsgarbe wird das aber nicht sein. So, hier vorne Hahnfuß und so. Das ist noch so ein Bereich, der wird auch noch fertig gemacht. Und hier gehen wir jetzt mal hin. Schaut euch den Apfelbaum an. Ist das nicht fesch? Hier hängt jede Menge drin. Ich glaube, ihr könnt das erkennen. Muss ich nicht näher ran. Die Lemon Queen hier, die ist auch richtig buschig. Richtig doll. Hat ihren Platz, hat auch ein bisschen Konkurrenz angezeigt für die Gurkenpflanze, die dahinter verschwunden ist. Da gehe ich gleich ran. Hier haben wir Fingerhüte. Da dachten wir erst, das ist irgendwie auch die Königskerze. Das sind aber Fingerhüte. Da müssen wir nochmal gucken, wie wir die unterscheiden. Ist wahrscheinlich ganz leicht. Aber wir haben da irgendwie noch ein Brett vom Kopf. So, hier haben wir noch einmal eine Kapuzinerkresse. Hier ist die Gurke. Ganz viel Beikraut. Keine Ahnung, was das ist. Da ist eine Tomatenpflanze noch. Wieder die Kronlichtnelke. Da der weggefutterte Kohl. Aber schauen wir mal uns jetzt von der anderen Seite an. Ja, ist schon spannend zu sehen dieses Jahr. Also ich muss an der Stelle auch mal sagen, die Kohlpflanzen verschwinden ordentlich. Schneckenmäßig sind sowohl dieses Jahr richtig zugange. Ich höre das anderorts auch. Auch andere Gartenanbaustrategien, selbiges Problem. Ja, muss man einfach mal gucken, wie man dem entgegenwirkt. Ihr kennt die Geschichte mit dem Tigerschnegel, habe ich in einem meiner letzten Videos auch gezeigt. Das ist eine Geschichte, Igel in den Garten holen. Ja, das sind so die ersten, die man fürs Gleichgewicht im Garten dann gut hier haben könnte. Ja, aber Igel ist ganz leicht und über den Tigerschnegel, über den kann man sich freuen, wenn er dann zu einem findet. Ich habe das Glück hier und das ist auf jeden Fall etwas, was mich sehr glücklich macht. Gut, hier haben wir aber noch mehr. Akelei hat soweit durchgeblüht. Da kommt jetzt die Samenbildung, das trocknet durch. Dann haben wir hier wieder eine wilde Tomate, wilde Johannisbeer. Wow, hier schießt die mal richtig. Die waren alle gleich. Dann haben wir hier Zucchini, eine Zucchini-Pflanze. Ja, und irgendwie waren hier noch andere Sachen zwischen, das zeigt sich gerade nicht. Da haben wir doch noch, ist das eine Sonnenblume? Nee, das sieht auch wieder aus nach irgendwas. Ich weiß es nicht. Irgendeine Blume, weiß ich nicht. Wird sich zeigen. Hier aber eine Sonnenblume sehe ich gerade. Ja, das war das aus der Ecke. Hier haben wir auch immer noch jede Menge Äpfel. So, jetzt kommen wir zum hinteren Bereich. Hier laufen wir jetzt einmal durch. Die Hochbeete, die wurden ja ordentlich ausgedünnt. Zu viel Beikraut, zu viel Konkurrenz. Aber ich darf auch irgendwie beim Knoblauchsterben zusehen. Irgendwie fallen die um. Hier ist ein Exemplar, da ist noch ein Exemplar. Ich weiß nicht, was da passiert, warum das passiert. Ich habe schon mal geguckt, Wühlmäuse da drunter, da ist nichts hohl, daran liegt das nicht. Keine Ahnung, vielleicht wurde die obere Schicht auch mal so trocken, dass das abgestorben ist. Aber eigentlich kann das nicht sein. Hier haben wir dann noch Mangold. Achso, erstmal noch mal kurz, ne? Knoblauch und Möhren. Und hier hinter haben wir dann noch den Salat. So sieht er mittlerweile schon aus. Gerade erst abgepflückt im Erntevideo zu sehen gewesen. So, jetzt aber Mangold. Und auch die Knoblauchpflanzen sind alle umgefallen. Wie kann das sein? Ich verstehe es nicht. Das ist echt ein merkwürdiges Verhalten. Bitte erzählt mir davon. Habt ihr so eine Erfahrung schon mal gemacht? Aber dafür stehen die Möhrchen mal richtig gut da. Richtig schön. Die übrig sind. Gefällt mir gut. Ja, hier vorne haben wir wahrscheinlich Löwenzahn gezüchtet. da dachten wir irgendwie, es wäre Salat. Hier haben wir die Luffergurke. Da wollen wir nochmal abwarten, was das hier macht. Und dann kommen wir hier schon zum fast letzten Bereich, den ich euch zeigen möchte. Obwohl, das geht da hinten dann noch gleich zum Pavillon, wenn ihr mal durchguckt. Da hinten wollen wir dann noch hoch. Aber vorher hier dann noch die Buschtomaten, so der Fortschritt, wie es aussieht. Hier haben wir 4 Stück.
Nehmen wir mal Salat irgendwie zwischen. Hier auch wieder richtig geschossen. Also der Platz für einen Salat richtig gut. Das muss ich dann mal alles nochmal reflektieren mit dem Flo und mal gucken, was das alles halt so für Ursachen hat, woran das genau dann liegt, warum dieser Platz dann irgendwie besser funktioniert als anderer. Ja, überall Blüten, überall ja, viel Ernte zu erwarten. Hier ist das ja glücklicherweise unterm Dach, ja, hinten auch, aber es gibt natürlich ein paar, die wieder komplett frei hängen. Aber unterm Apfelbaum sieht das nach gutem Schutz aus, das läuft ganz gut. Ja, und wenn ich mal überlege, da fehlen noch ein paar Pflänzchen, das will ich euch nicht vorenthalten, da gehen wir jetzt nochmal lang. Hier haben wir auch noch eine Tomate stehen, ja, und dann auch ein Geiztrieb raus. Die kleine wird langsam mal größer, hier haben wir Minze, ja. So, und ja, Außenküche, braucht alles mal Liebe, Sensen freimachen. Und hier vorne haben wir ja das Weidenpavillon. So sieht's aus mittlerweile. Wunderschöner Ort. Und hier haben wir nochmal, wer hat mir da geholfen? War das der Sven? Ich glaube, mit Sven habe ich das gemacht. Hier einmal was für die Tomate nochmal reingebracht. So, und wir gehen nochmal hoch zu den Tomaten dahinter. Also die soll hier dann immer so festgemacht werden. Und hier nebenan haben wir die Zuckerbusch, die trägt auch schon eine Tomate, wie ich sehe. Ja, hier steht Knoller, unsere Werkbank, unsere Möglichkeit im Garten sich mal irgendwie was zu bauen, zu basteln. Hier unten gibt es noch eine Möglichkeit, was unterzubringen. Oh, jetzt rollt mir das Stückchen weg, ja, was rund ist, das rollt. Einmal so die Atmosphäre unter der Weide, es ist so, so schön hier zu sein, immer wieder. Hier eine Elfenschaukel und sonst gibt es nicht mehr viel zu zeigen, hier haben wir Totholz. Hier blüht noch ein bisschen was nachher, denke ich. Hier wieder Speisechrysanthene. Das könnte wieder die Trompetenzunge sein. Mal gucken. Und dann soll es das auch schon gewesen sein. Ich denke, das war ein spannender Riesengartenrundgang aus der Permakultur. Wie wir es halt hier so machen, mit all seinen Möglichkeiten für Mensch, für Tier und für die lieben Pflanzen. Mein Magen knurrt wie Sau. Ich hoffe, das ist nicht drauf. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin immer wieder überrascht, dass so viele auch bis zum Ende gucken. Ich bin sehr dankbar für die Kommentare. Wunderbar, dass ihr mitmacht. Ohne euch da draußen würde das Ganze hier auch nicht stattfinden. Ohne die Natur auch nicht. Und ja, vielen Dank für alles. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank ja, für eure Unterstützung. Ich wiederhole mich. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn ich euch das nächste Mal wieder begrüßen darf und sage an dieser Stelle tschüss, euer Lars, und ich bin raus und weg.